Liebe Zuschauer, China hat die Platinimporte verdoppelt. Liegt das daran, dass zu Jahresbeginn die Platinpreise so günstig geworden sind? Oder sind etwa die konjunkturellen Aussichten gut respektive besser geworden? Das alles besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumenroth. Guten Tag, Frau Ehr. Herr Blumenroth, Ihr Research hat gerade die Platinprognosen für 2016 bis 2018 angepasst. Die liegen aber immer noch unter dem aktuellen Preis, obwohl wir jetzt sehen, dass sich durch die Nachfrage steigert. China hat die Platinimporte verdoppelt. Warum Ihre Prognose noch vergleichsweise niedrig? Ja, die ist noch ein bisschen verhalten, weil wir Anfang des Jahres hatten wir sehr schwache Preise gesehen. Wir haben jetzt eine Erholung gesehen, aber nichtsdestotrotz so die Fundamentaldaten. Es gibt ein Angebotsdefizit weiterhin in Platin. Es war nur so, Anfang des Jahres hatten auch unsere Kollegen vom Research erwartet, dass zum Beispiel in Südafrika stehen Gehaltsverhandlungen wieder an. Wir erinnern uns, vor 2 und vor 4 Jahren gab es da sehr dramatische Streikaktionen. Bei den Minenarbeitern, genau. Dieses scheint das ein bisschen friedvoller abzulaufen und man ist sich wohl der Schwierigkeit bewusst. Deswegen sehen wir nicht so, dass der Angebotsüberschuss soweit, das Angebotsdefizit, Entschuldigung, so weit zunehmen wird, wie es Anfang des Jahres vermutet wurde und so ein bisschen, dass die Preise generell erwarten und unser Research aber ansteigende Preise über die nächsten 1-2 Jahre nur momentan scheint da so ein bisschen vielleicht schon das Top gefunden zu sein. Nach dem Sturz auf gut 800 Mitte Januar, da gab es einen Turnaround bei Platin auf einen Jahreshoch. Folgt Platin damit einfach dem Goldpreis, der so signifikant gestiegen ist, oder kann man jetzt mit diesem Anstieg wirklich positive Rückschlüsse auf die Konjunkturentwicklung ziehen? Ja, beides. Also großenteils fällt sicherlich dem Gold auch ein Teil der Schuld zu, sagen wir es mal so, weil der Goldpreis hat sowohl Silber als auch Platin und Palladium mit hochgezogen. Aber Platin, was vielleicht ein bisschen unterschätzt wurde Anfang des Jahres, war die Autoindustrie-Nachfrage. Wir erinnern uns noch an letztes Jahr, das Dieselthema. Platin ist auch ein Metall, was für Dieselkatalysatoren gebraucht wird. Wir sehen trotz der ganzen Geschehnisse im letzten Jahr, sehen wir da trotzdem eine recht gute Nachfrage nach Autos. Gerade in Europa und in Indien haben wir sehr gute Zahlen gesehen. In China ist die Nachfrage nach Platin-Schmuck recht gut momentan, weil auch die Chinesen sich damit ein bisschen vor der Abwertung des Yuan schützen. Also die Nachfrage ist besser als erwartet. Das hat den Platinpreis auch nach oben gezogen. Auch der südafrikanische Rand tut einiges für Platin, aber der ist gestiegen. Wenn hier aber die nächste Abwertung kommt, dann ist ja vielleicht auch die Platin-Rallye, die wir jetzt gerade hier so sehen, nicht so ganz so signifikant wie bei der Währung, die wir hier sehen, vorbei. Ja, es ist ganz entscheidend. Wir müssen vielleicht noch mal kurz das Chart erläutern. Die obere, die türkisfarbene blaue Linie ist der Dollar-Rent-Kurs. Bedeutet, je höher die Linie ist, desto schwächer ist die südafrikanische Währung der Rent. Unten haben wir den Platinpreis. Und wir sehen, je schwächer der Rent geht, desto mehr geht das Platin nach unten. Was auch leicht nachvollziehbar ist, denn südafrikanischen Minen, es kommen 70% des Weltangebots von Platin, kommen aus Südafrika, ist also der absolut größte Platinproduzent weltweit. Fällt der Rent, verkauft eine Mine das Platin gegen US-Dollar, gegen einen Nachfrager und kann diese US-Dollar gegen Rent tauschen. Je schwächer der Rent, desto mehr Rent bekommt er die Mine. Bedeutet also, man muss als Anleger ganz signifikant auch darauf achten, wie sich der Dollar-Rent bewegt. Momentan sehen wir da auch so eine kleine, wie gesagt, Erholung, haben Sie ja schon angedeutet. Der Rent hat sich deutlich befestigt. Politisch schwierig momentan, die Lage da unten muss man weiter beobachten. Aber es kommt darauf an, unsere Experten erwarten, dass der Rent sich vielleicht wieder noch ein bisschen abschwächt. Das könnte auf den Platinpreis drücken, aber generell haben wir jetzt schon die größte Bewegung des Rents wahrscheinlich gesehen dieses Jahr. Das heißt, Ihre verhaltenen Prognosen, die setzt der Anleger dann wie um? Ja, es gibt eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder, gut, wir haben Inlander, haben wir recht wenig, oder muss ich mal nachschauen. Das wäre jetzt was für den Anleger, der erwartet, dass die Kurse seitwärts gehen. Aber wir haben für den Investor, der denkt, dass Platin eine Zukunft hat, eine positive Zukunft, ein Faktorzertifikat mitgebracht. Und zwar ist das ein Zertifikat für den Investor, der davon ausgeht, dass der Platinpreis steigt. Das kann unter anderem auch der Fall sein, klar, wenn der Goldpreis steigt, dann zieht Platin eventuell wieder mit ein bisschen Verzögerung nach. Ja. Kann auch sein, dass sagt der südafrikanische Rent sich deutlich erholt, weil die ganzen Schwellen in der Währung in den Dollar wieder einen Wert gewinnen könnten. Einer dieser Gründe könnte bedeuten, Platin könnte nach oben ziehen. Dieses Zertifikat hat den festen Hebel von 4, hat kein Knockout-Risiko, aber der Anleger muss halt auch bedenken, ein Hebel von 4 bedeutet sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, der Anleger muss sowohl kurzfristig orientiert sein, aufpassen, was Dollar-Rent machen, als auch was er Goldpreis macht, um eventuell Rückschlüsse zu ziehen, ob der Platin mitzieht oder eben nicht. Okay, ein Bärenprodukt, ein Wave Unlimited Put mit einer Basispreisbarriere von 1.100
und 4. Das ist im Moment noch ein ganz guter Abstand, der relativ schnell schrumpfen könnte. Ja, könnte. Ja. Also eigentlich ist Platin jetzt unter, wir sind jetzt ungefähr wieder bei 960 Dollar pro Unze. Das ist schon recht billig. Aber momentan, wie gesagt, fehlen so ein bisschen die Fantasie, warum Platin nach oben durchschießen sollte. Ein Problem wäre für diesen Put, wenn wirklich lange anhaltende Streiks in Südafrika kämen, dann könnte das Angebotsdefizit ausweiten. Aber ansonsten sind das hier 150 Dollar ungefähr entfernt von dem aktuellen Preis. Ja. Saisonalität, muss ich auch noch sagen, spricht eher dafür, dass Platin jetzt die nächsten 2-3 Monate eher mal nach unten schaut als nach oben. Normalerweise Januar, Februar sind die besten Monate für Platin. Also der Anleger könnte hier einen Put kaufen, bedeutet ein Hebelprodukt mit einem Hebel von 7 ungefähr. Und auch hier, der Hebel wirkt in beide Richtungen. Hier hat der Anleger zusätzlich noch ein Knockout-Risiko, falls wir die 1104,50 Dollar pro Unze sehen sollten. Knockout-Risiko, aber Chancen auf von einem fallenden Platinpreis mit zu partizipieren. Eine kurze Nachfrage, Sie erwähnten vorhin noch Inline-Optionsscheine. Welche Barrieren würden Sie denn da jetzt so, wenn man das so spontan sagen kann, setzen oder einen Hinweis für den Anleger geben, um einen Inline-Optionsschein sinnvoll fürs Depot zu machen? Ja, ich denke, das Schlimmste haben wir jetzt in den Rohstoffen gesehen. Wir hatten 810 Dollar pro Unze ungefähr gesehen, ungefähr da in der Nähe. Vielleicht kann man auch ein bisschen aggressiver 850 Dollar pro Unze sich anschauen. Nach oben hin würde ich so ungefähr bei 1100 Dollar die Unze dann das obere Limit setzen. Herr Blumroth, ganz vielen Dank. Liebe Zuschauer, die gestiegenen Platinimporte in China könnten bedeuten, dass sich konjunkturell einiges tut, könnten aber auch einfach nur ein Ausdruck der Goldpreis-Rallye sein, wo Platin mitgezogen hat. Man kann in Platin investieren, es gibt verschiedene Hebelprodukte. Wir fassen einige für Sie zusammen in Zertifikate aktuell. Dankeschön fürs Zuschauen.